eine Lunge frei und sind zu einem Willen frei. Walleri, walla, walla, la, la, große Marie. Barbarossa, nicht als konkretes Projekt, aber als Idee, hängt mit Hitlers Karriere von Anfang an zusammen. Hitler definiert seine eigene Politik seit 1933, eigentlich schon früher, sogar in den 20er Jahren, als eine Art von Kriegführung. Politik ist nur eine andere Form von Krieg auf einem anderen Schlachtfeld. Und dieser Krieg für Hitler war immer ausgerichtet auf den Lebensraum im Osten. Und insofern die Idee des Ostkrieges für Hitler immer präsent, und alles, was er an Politik betreibt, was er an Kriegen vorher betreibt, dient dem Zweck, den großen Ostkrieg auch irgendwann führen zu können. Wie stellt er sich das eigentlich vor? Sollen da deutsche Siedler irgendwie bis zum Ural siedeln? Sollen die Volksdeutschen aus Tirol auf der Krim? Ja, diese Vorstellungen spielen alle eine Rolle, aber sie spielen bei Hitler nicht die zentrale Rolle. Das sind eher diese mystischen Ideen, wie wir sie bei Himmler finden, im Generalplan Ost etwa, vor allem in der schrecklichsten Form. Bei Hitler selber sind es sehr viel stärker auch strategische Ideen, und die strategischen und ideologischen mischen sich und lassen sich eigentlich gar nicht voneinander trennen. Und diese strategischen Ideen laufen darauf hinaus, dass Deutschland einen kolonialen Ergänzungsraum brauche, ähnlich wie ihn Großbritannien in Übersee hat, um überhaupt eine Weltmacht werden zu können. Kolonialergänzungsraum nennt man ja auch die Pläne, die sich auf den Kongo beziehen, auf Mittelafrika, auf deutsche Kolonien, also auf die Süd. Lösung. Warum ist er da so desinteressiert? Völlig richtig, weil Hitler davon ausgeht, dass Deutschland nie eine große Seemacht sein wird, und eine Seemacht ist erforderlich, um Kolonien in Übersee überhaupt halten zu können, verteidigen zu können. Er denkt eine solche Politik nur in Kategorien des Krieges, und im Falle des Krieges ließe es sich nicht verteidigen. Das hat der Erste Weltkrieg gezeigt. Daher brauche Deutschland, so Hitler, einen kolonialen Ergänzungsraum unmittelbar anschließend an seine Grenzen. Jetzt ist der Frankreich-Feldzug gerade vorbei. Er hat noch 5 Uhr früh Paris besucht. Ja. Er ist eigentlich recht euphorisch. Ja. Und doch zum 31. Juli 1940, ja, also so früh, Ja. Entwickelt er diesen Entschluss oder teilt ihn mit an seine Militärs? Teilt ihn mit, ja. Jetzt geht es gegen Russland. Ja. Sind die entsetzt? Sie sind entsetzt über den konkreten Entschluss, nicht so sehr über die Tatsache selber. Wir müssen uns vorstellen, Hitler ist in diesem Sommer nach dem triumphalen, militärisch triumphalen Sieg über Frankreich zwar im Zenit seiner Macht, aber das heißt nicht, und das ist oft überschätzt worden, er ist nicht oder nur bedingt Herr seiner Entschlüsse, denn er ist gleichzeitig Gefangener seiner Macht. Man hat ein gigantisches Territorium erobert, ganz Skandinavien, ganz Westeuropa, im Osten Polen. Diese Territorien würden, und das haben weitblickende Beobachter, wie etwa Weizsäcker, schon damals im Sommer 1940 gesehen, diese Territorien würden nur mit den Mitteln zu halten sein, mit denen sie erobert wurden, nämlich mit militärischen Mitteln. Und das musste auf die Dauer zu einer militärischen Überanstrengung führen. Hitler war nicht nur gar nicht vorbereitet, Frieden zu schließen, sondern er befand sich tatsächlich in einer Situation, in der er kaum die Möglichkeit hatte, Frieden zu schließen. Also eine Umverteilung von Gegenwart in Zukunft. Er hat eine Anleihe gemacht, ja? Wirtschaftlich mit der Rüstung und so weiter. Das tat er in der Tat immer. Er machte immer diese Anleihe auf die Zukunft. Und das trieb ihn in Krisen hinein, aus denen er dann wieder immer den Ausbruch suchte, möglichst durch die radikalste Lösung. Und das haben wir auch im Sommer 1940. Es gibt eine strategische Notwendigkeit, immer gesehen aus der Perspektive des Deutschen Reiches, das eine Hegemonialstellung haben will. Unter dieser Voraussetzung, und das wollten alle, auch die Militärs, bestand eine strategische Notwendigkeit, den Krieg fortzusetzen. Die Frage war, ob gegen England oder gegen Russland.
Auch die Militärs haben von sich aus den Krieg gegen Russland erwogen in diesem Zeitpunkt. Sie hatten ja aus dem Ersten Weltkrieg Erfahrungen, ja, dass man in der Schlussphase eines solchen Krieges vielleicht sehr weit und schnell vordringen kann. Genau, und eine solche Art von Krieg hatten die Militärs erwogen und hatten sich darüber beraten, hatten am 21. Juli vorgeschlagen, einen Krieg begrenzter Art mit etwa 80 bis 100 Divisionen, der nicht der Vernichtungskrieg sein würde, den Hitler dann plante, sondern der die Sowjetunion zwingen sollte, die deutsche Vormachtrolle anzuerkennen. Das war der Plan der Militärs und unabhängig von diesen Planungen teilt Hitler dann am 31. mit, wir machen nicht einen Krieg mit 80 bis 100 Divisionen, sondern mit 180 Divisionen und zerschlagen die ganze Sowjetunion. Zu demselben Zeitpunkt, und das ist sehr bezeichnend für das Entscheidungssystem des Dritten Reiches, zum selben Zeitpunkt hatten sich die Militärs in ihren Beratungen aber von ihrer Planung eines begrenzten Krieges schon wieder verabschiedet und hatten bevorzugt die Option, mit Russland in einem Bündnisverhältnis zu bleiben. Wir haben hier also einen Entscheidungsprozess, der völlig isoliert auf militärischer Ebene und bei Hitler abläuft. Ach, das heißt also, das, was so homolytisch aussieht, ja, als Drittes Reich, ja, ja, besteht aus Fraktionen. Ja, ja, es ist eine zutiefst segmentierte Führungsschicht, in der sehr oft die linke Hand nicht wusste, was die rechte tat, in der vor allem Hitlers eigene Entscheidungen niemals oder sagen wir sehr selten seit 1941 niemals seit Dezember 1941, würde ich sagen, niemals vorbereitet wurden, sondern reine Ad-hoc-Entscheidungen, improvisierte Entscheidungen Hitlers waren. Er steht morgens spät auf, gewohnheitsmäßig, ja. Ja, ja. Hat einen inspirierten Moment, ja. Ja, ja. Begegnet Leuten, ja. Ja, und ja. Dann findet eine Entscheidung, ja, statt. Nehmen Sie das Beispiel Kriegserklärung an die USA. Das ist niemals erwogen worden, mit der stärksten Industriemacht der Welt in den Kriegszustand einzutreten. Das waren Hitlers persönliche Erwägungen und die hingen ab von solchen Augenblickseindrücken. Die hingen auch davon ab, wer von seinen untergebenen Mitarbeitern am schnellsten sein Ohr und seine Gunst gewann. Der konnte darauf rechnen, dann das Führerwort zu haben, um diese oder jene Maßnahme umzusetzen. Es ist ja eigentlich seltsam. Das ist ja wie ein Autor, der ein Theaterstück schreibt, wie jemand, ein Künstler, ja, der irgendwie nach seiner Willkür, ja, etwas formt. Verstand sich auch als Künstler, auch als Feldherr verstand er sich als Künstler. Er war nie ein Teamworker. Wenn Sie bedenken, er hat die Generalstabschefs der drei Wehrmachtteile nur ein einziges Mal in den 2 Jahren von Beginn des Krieges im September 1939 bis Ende 1941 nur ein einziges Mal zusammen zu einer Konferenz zusammengerufen. Und die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile nur, ich glaube, 3-mal. Das ist völlig anders. Man kann den Kontrast sehr gut spüren, wenn man es vergleicht mit einem Land ähnlicher Größe, ähnlicher Herausforderung, Großbritannien. Ein völlig anderer Stil. Da gibt es einen inneren Ausschuss beim Premierminister. Es gibt, ja, das War Cabinet, ja, und es gibt dann all die Committees, die Fragen klären, vorab klären und in denen all die Leute drin sitzen, die unterschiedliche Interessen haben. Die gab es in Großbritannien genauso wie im Deutschen Reich. Nur es gab im Deutschen Reich im Entscheidungssystem keine horizontalen Kommunikationsstrukturen. Es gab horizontale Kommunikation zwischen Leuten, die sich mochten. Aber wenn sie sich nicht mochten, gab es die nicht. Es gab keine Gremien, jedenfalls keine Konstanten, immer wieder Ad-hoc-Gremien, aber keine Konstanten. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Das britische System arbeitete langsamer, aber sehr viel systematischer. Das interessiert mich sehr. Wie würden Sie eigentlich die Herkunft dieses Stils, ja, definieren? Also eine keltische Form, ja, der Verhandlung ist ja kommunikativ. Da wird geredet, 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 sehr lange Zeit nicht gehandelt und dann bewegt sich ein Haufen. Ja, nicht? Ein eidgenössischer Kanton. Ja? Mir greifen solche Erklärungen zu weit. Ich glaube, dass es durchaus in Deutschland, sagen wir in den 20er Jahren, Ansätze auch zu solchen kommunikativen Strukturen gegeben hat. Etwa im Verhältnis von Reichswehr und Reichsregierung. Das hat es gegeben. Ich glaube, es hat stärker mit der Persönlichkeit Hitlers in diesem Falle zu tun. Als Quereinsteiger sozusagen. Als Quereinsteiger, ja. Der sich auch dadurch, ja, definiert, dass er keine Hierarchien anerkennt. Ja. Ja. Als Quereinsteiger, als Künstler.
überwölbt vorhandene Entscheidungsstrukturen. So, nun mag man sagen, dass das im Falle Großbritanniens nicht so viel anders war, als auch Churchill dazu neigte, sozusagen aus den eingefahrenen Bahnen heraus auszubrechen. Eine Regierung neben der Regierung noch eine Regierung neben der Regierung zu haben, Vorschläge von Außenseitern aufzugreifen. Das stimmt. Nur ist Churchill bleibt eingebunden in ein Gesamtsystem, in dem die Funktionen über seit Jahrzehnten, man kann sagen seit über 100 Jahren, klar verteilt sind. Und das heißt, in ein stabiles Entscheidungssystem eingebettet, das ist im Dritten Reich überhaupt nicht der Fall. Wir haben ständig wechselnde Akteure hier. Jetzt hat man im Juli, ja, also zu dem Zeitpunkt, in dem jetzt Hitler sich auf die Götterdämmerung ja, in Bayreuth vorbereitet, ja, das nimmt er ja entgegen. Ja. Ja. Er scheint auch sehr pessimistische und düstere Gedanken gehabt zu haben, aber er ist entschlossen zu diesem Russlandkrieg. Und jetzt kommt Molotow. Ja, danach erst. Ja. Was ist da das kritische Moment, das dazu führt, dass es sich noch weiter auseinander dividiert und dieser Grundgedanke eines kontinentalen Blocks, dem dann ja. Indien und Iran und alles sowas anheimfallen könnte, ja, das wird ja völlig fallen gelassen. Ich denke, dass die Bedeutung des Molotow-Besuches im November überschätzt wird. Ich glaube, dass Hitlers Entschluss, die Sowjetunion wirklich anzugreifen, definitiv war auch schon vorher vor diesem Besuch. Dieser Besuch hat ihm zusätzliches Material geliefert, zusätzliche Argumente geliefert, diesen Krieg zu führen, insbesondere die Auseinandersetzungen über Finnland. Finnland plant er bereits ein als potenziellen Bündnispartner und will Finnland nun nicht mehr wie früher der Sowjetunion überlassen, wie er das noch im geheimen Abkommen 1939 gemacht hat. Und umgekehrt, die Sowjetunion möchte ausloten, wie viel von dem Kuchen sie nun haben kann. Denn sie sieht mit Entsetzen, sieht man in Moskau, wie schnell Hitler erfolgreich ist. Und das macht der Sowjetunion natürlich Sorgen, nicht nur im Hinblick auf ihre eigene Sicherheit, sondern auch im Hinblick darauf, dass der Krieg im Westen zu schnell zu Ende sein könnte. Moskau baut auf den Konflikt zwischen den imperialistischen Mächten. Und wenn der zu schnell entschieden wird, dann wird es Zeit, auf den Schwächeren zu setzen, das heißt auf die Westmächte. Das heißt, es ist für die Sowjetunion eine entscheidende Phase. Eine Gleichgewichtspolitik, die fehlschlägt. So ist es. Und die hat aber auch so Drucktendenzen. Wir möchten doch gerne den Bosporus haben. Wir möchten in Rumänien auch Druck ausüben können. Natürlich. Das spielt ja eine Rolle. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die Sowjetunion möchte endlich von der Ernte auch etwas einfahren, die ohne sie gar nicht möglich gewesen wäre. Und das, insofern ist der Besuch aus sowjetischer Seite wichtiger als aus deutscher Seite. Und Sie sagen aber, das ist ein ganz wichtiger historischer Punkt, dieser Besuch und sein Fehlschlagen ist nicht der Auslöser. Ja. Nein, es ist überhaupt nicht der Auslöser. Es folgt dann der Befehl für den Angriff Barbarossa, aber es ist nicht der Auslöser. Die Entscheidung ist weit vorher, sie ist im Sommer gefallen. Jetzt, wenn so etwas so einen langen Hintergrund hat und so einen starken, intensiven Willen, wenigstens einer Seite, die Spitze hält in Deutschland, wie kommt es jetzt zu der Planung? Es gibt ja zum ersten Mal so eine Planung von General Marx, dass von Süden ein Stoß erfolgt. Ja, ich glaube, um die Planung zu erklären, müssen wir etwas weiter ausholen. Nämlich, wir haben beim Falle Barbarossa zum ersten Mal eine strategische Blitzkriegsplanung. Die Blitzkriege vorher gegen Frankreich, gegen Westeuropa, waren operative Blitzkriege. Sie waren Blitzsiege gewesen, die auf Überraschung, auf Beweglichkeit, auf Feuerkraft basierten. Jetzt wird zum ersten Mal eine Planwirtschaft versucht. Das heißt, es wird versucht, auf einem bestimmten Zeitpunkt für eine Armee von einer bestimmten Größe, nämlich diesen immensen 180 Divisionen, dort das Materielle, die materielle Ausrüstung, die Bewaffnung zu schaffen. Das heißt, auf einen bestimmten Punkt hin für einen Feldzug von 3, maximal 5 Monaten. Das heißt, es müssen Planungsgrößen zunächst mal entwickelt werden. Die es bisher da gar nicht gab. Bei denen man sich orientiert an den bisherigen, sagen wir, Verschusszahlen von Munition, Verschleißzahlen von Material, und Opferzahlen an Gefallenen.
Und auf dieser Basis versucht man dann, ein Angriffsheer herzustellen zum 1. Mai 1941. Diese Planung impliziert aber natürlich, dass wenn ein solcher Feldzug anders verläuft als die Plandaten vorgeben, das heißt zum Beispiel länger dauert, zum Beispiel es viel höhere Gefallenenzahlen gibt, dann gibt es keinen Plan B, der ganze Plan bricht zusammen. Das ist der Kern und gleichzeitig auch die Schwäche dieser strategischen Blitzkriegsplanung des Jahres 1940, 1941. Das mir mal ein bisschen noch näher beleuchten. Also 180 Divisionen sagt man so. Ja, aber eine Division, das sind 17.000 Menschen. So ist es, ja. Gegliedert in Techniker, Intellektuelle, ja. Fußsoldaten. Intellektuelle spielen gar keine so große Rolle. Kraftfahrzeugmechaniker. Ja. Also ja. Das ist eine ganz breite Organisation, die dann auch noch eine Heimat, ja. Standort hat, wo noch sozusagen weiter ausgebildet Natürlich, wird. Natürlich, es kommt das Ersatzheer dazu und es kommt vor allem im Falle der Sowjetunion in Anbetracht auf eine großräumige Kriegführung, wie man sie bisher überhaupt nicht gekannt hat, die immensen logistischen Probleme dazu. Und das sind Probleme, die sind systematisch vernachlässigt worden. Das hat nicht nur mit Hitler und nicht nur mit der NS-Führung zu tun. Und nicht mit der Eisenbahnspurweite allein, obwohl es damit auch zu tun hat. Ja, aber das war ein Problem, was man vergleichsweise gut in den Griff bekommen hat, während die restliche Planung, etwa im Hinblick auf das rollende Material, dort hat man sich sehr vertan. Das hat aber eine Tradition in der deutschen Militärhierarchie, haben die Logistiker nie eine bedeutende Rolle gespielt. Das heißt, brillante Leute gingen in die unmittelbare Operationsführung, planten die Operationen, aber in Bereiche wie Nachschubwesen oder Feldeisenbahnwesen. Feldeisenbahnwesen oder Intelligence-Sektor, das waren doch eher zweit- und drittklassige Leute, die dorthin gingen. Und das wurde systematisch immer vernachlässigt und hier wirkte sich dann gravierender aus. Wenn Sie das jetzt mal beschreiben, hier sind jetzt drei Heeresgruppen. Ja. Also eine Heeresgruppe, das sind drei oder vier Armeen. Ja. Ja? Eine Armee, das sind drei oder vier Korps. Ja? Ja. Korps sind schon drei Divisionen. Ja? Ja. Das heißt, dreimal 17.000, das ist schon eine Bezirksstadt, ja. Ja, die da heranrückt. Ja, absolut. Eine Armee, nehmen wir die Armee dann bei Stalingrad etwa oder andere Armeen, das sind 200.000, 250.000 Menschen. Das ist also eine mittelgroße deutsche Großstadt, die operiert, und zwar je weiter der Krieg nach Osten vordringt, in einem immer menschenleereren Raum, nicht nur menschenleereren Raum, sondern auch in einem Raum, in dem sich das Verkehrsnetz zunehmend ausdünnt. Und es operiert dort ja nicht nur in dem Sinne, dass eine solche Stadt von 250.000 Menschen überleben muss, sondern sie soll ja auch kämpfen. Sie braucht Motivation. Und wenn die Motivation 500 Kilometer rückwärts nach Hause will zu Weihnachten, ja, ist das sehr gefährlich, ja, für den Kampfgeist. Ja, obwohl das Benzin würde ich marschiert, ja, ja. 70 Kilometer hinter der Front. Ja, ja. Obwohl da kann man nicht fahren. Da kann man umgekehrt argumentieren und kann sagen, gerade der immense Abstand schafft wieder Motivation. Man hat sich oft gefragt, warum gab es im deutschen Ostheer so wenig Deserteure. Ja, es gibt eine einfache Antwort. Wo sollten die hin? Das heißt, wenn ich kein Hinterland habe, in das ich zurück kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Das heißt, das kann man auch interpretieren als motivationssteigernd. Aber es schafft immense Probleme im Hinblick auf die Versorgung einer Armee. Und jetzt sind wir noch sozusagen in dem Frühsommer, ja, 1941. Ja. Das ist jetzt nochmal sozusagen eine glanzvolle Armada. Ja. Übrigens, ja, ähnlich glanzvoll ist die Armee Napoleons, die ja, ja auch grob, ja, scheitert. Ja. Und jetzt, hier ist es so, dass die Fußtruppen, also normale Divisionen, die pferdebespannt sind und, ja, zu Fuß laufen, ja, 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 in einen großen Gegensatz geraten zu diesem motorisierten Krieg. Auf den Karten werden ja Panzerdivisionen so geführt, ja, nicht, wie die Fahrzeuge auch fahren können, ja, nicht? Aber das ist eine vollkommen andere Gattung.
Das ist eine völlig andere Gattung und wir müssen uns klar sein, dass die Masse, die große Masse der Verbände bespannt war und nicht motorisiert war. Die brauchen 3 Wochen für etwas, wofür die anderen 2 Tage. Ja, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Insofern kann man sagen, zur Hälfte, es ist eine Chimäre, es ist ein Centaur, ja, dieser Krieg. Das heißt, zur Hälfte ist er ein motorisierter Krieg. Ja, auf beiden Seiten, auf der russischen Seite auch, wo Fahrzeugmechaniker, Ingenieure sozusagen gegeneinander antreten. Industrialisierter Krieg. Und zum anderen Teil ist er eigentlich wie ein 30-jähriger Krieg oder wie 1812. Na, das würde ich nicht sagen, aber sagen wir wie 1870 vielleicht. Das ist richtig und das macht gleichzeitig natürlich eine Angriffsarmee so verwundbar. Denn gerade wenn der Anteil der motorisierten Teile so gering ist, vergleichsweise gering zur Gesamtstärke der Armee, dann machen die Ausfälle natürlich so viel aus. Und darum ist bei Ausgang des Winters haben sie einen radikalen Verlust an Kampfkraft. Wir haben vom März 1942 etwa eine Statistik, die die Heeresführung selber gemacht hat, und die zeigt, dass die Zahl der als voll angriffsfähig eingestuften Divisionen von 130 im Juni 1941 auf 8 sich reduziert hat. Von rund 2/3 von 2/3 der gesamten Armee auf 5%. Das zeigt, in welchem Maße diese Armee ausgeblutet war, und zwar nicht nur im Sinne menschlicher Verluste, sondern eben auch materiell. Zu Anfang jetzt, ich bin mal bei der Heeresgruppe Mitte, ja, ist ja ein Vorstoß, ein Flachrennen, ja, bis Moskau geplant. Ja, das Fatale ist, dass die Planungen eben nicht so eindeutig waren. Man hatte sich eben nicht im Vorfeld darauf verständigt, Moskau einzunehmen, sondern es gab 2 unterschiedliche Konzepte. Dasjenige Hitlers, das eigentlich im Grunde das einer modernen Kriegführung angemessenere war, sah von vornherein vor, die industriellen Schwerpunktzentren am Nord- und Südflügel, das heißt im Raum Leningrad einerseits und andererseits im Donezk-Becken, erstens die Getreidekammer der Ukraine und dann bis zum Öl des Kaukasus, diese Stoßrichtungen sollten Priorität haben, während die Heeresführung im alten Sinne des Dogmas der Vernichtungsschlacht. Staatsgebäude, Hauptstadt. Eigentlich, man erobert eine Hauptstadt und man schlägt auf dem Wege dahin die feindliche Armee und damit ist der Krieg entschieden. Aber eine solche Entscheidungsschlacht gab es eben nicht mehr im modernen Krieg. Ja, aber das ist schon sehr interessant, dass das unentschieden bleibt, nicht? Ja, ja, also das wird erst Leuten, die alle auf Entschlossenheit setzen. Ja. Geradezu das Gesicht von Halder, ja. Das Gesicht eines von Bock, ja, nicht? Ist ja von Entschlossenheit geprägt. Ja. Und so sind sie geschult. Und jetzt, Hitler hat auch eine ganz bestimmte Form der Durchsetzung des Willens. Hitler gibt danach den Militärs und der Vorstoß der Heeresgruppe Mitte wird dann nach Smolensk und dann wird der Vorstoß der Heeresgruppe Mitte auf Moskau bevorzugt. Der scheitert dann im Winter und damit ist im Grunde die Autorität der Heeresführung stark angeschlagen, sodass Hitler für 1942 im Grunde selber ohne größeren Widerstand diktieren kann. Der Dezember 1941 ist die große Zäsur. Der Krieg entgrenzt zeitlich wie räumlich. Er wird vom kurzen zum langen Krieg, vom europäischen zum globalen Krieg.